Herzlich willkommen zurück auf Nerd Universe. Und wir befinden uns hier wieder in Bless. Diesmal nicht in Russland, sondern ich habe wieder den koreanischen Client ausgepackt, das Teil gepatcht und zeige euch hier dann das Mount-System, beziehungsweise ein paar Mounts und ein paar Pads, das mir doch auf den Sack ging, wie schlecht aktuell entweder die Server in Russland sind oder anderweitige Mechaniken da einfach für enorme Frame Drops sorgen. Am koreanischen Client ist es weit besser. Und daher wundert euch nicht, wir sind hier in Korea. Ist vielleicht gar nicht schlecht, da die Koreaner ja schon etwas Vorsprung haben und an der Stelle dann unter Umständen eben in vielen Punkten auch besser unterwegs sind, was das Spiel angeht. Und ich spanne euch mal nicht länger auf die Folter. Als erstes, was ihr hier seht, ist schon mal eins meiner Pets. Das ist nur ein reiner Begleiter. Aber wie ihr seht, ist er ziemlich nice gemacht. Ich gehe mal ein bisschen mehr ins Licht. Also der Detailgrad ist schon sehr schön. Und wenn wir mal gucken. Das Airpad habe ich jetzt hier gerade noch bekommen, das Flugmount. Hält nur für 23 Stunden. War aber ein Geschenk aus dem Shop. Warum, weiß ich nicht. Ich kann kein Koreanisch, aber das passt. Hier seht ihr noch weitere Pets, die ich hier habe. Hier hat man zum Beispiel so einen Käfer. Ruf man den nochmal. Wo ist er? Ich gehe aus der Ego-Perspektive raus. Da ist er. Ah, er verschwindet, wenn man die Ego-Perspektive geht. Das ist auch gut. Aber schaut ihn mal an. Also meine Pet-Freunde da draußen. Big Brown Eyes hatten wir schon. Hier so einen niedlichen kleinen Waschbären, kleinen Racker. Dann haben wir hier noch so einen kleinen Hamster. Müsst ihr euch bedenken, sie hier ist erstmal Stufe 13, das heißt, das, was ich jetzt bisher so an Pets entdeckt habe, war das, was mir also über den Weg gelaufen ist. Es geht weit mehr, ne? Hier mal kurz mal so einfach hier mal kurz über die Thumbnail schauen und hier runter scrollen. Das ist das reine Glück. Und ich freue mich auch schon auf die Fairies. Da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, ein paar Fairies zu haben. Hier dieser Helldog ist auch ziemlich cool gemacht. Wenn ihr schaut, na, das Schwert, das da im Kopf steckt, hier in der Brust. Der Säbel. Fette Libelle. Und das Geile ist, dass auch die Pets nicht so minimal ausfallen, sondern stellenweise sind so groß, dass man sich dann schon überlegt, okay, nehme ich das Teil jetzt mit oder nicht. Aber ja, ich glaube nicht, dass das ein Störgrund ist und es gibt genügend zur Auswahl. Big Brown Eyes habe ich am liebsten von den Kollegen hier. Bei den Minions habe ich auch schon zwei. Ein Koboldarbeiter und so einen Orc-Scout. Die könnt ihr wiederum auf Mission schicken. So, hier sind beide zurück. Was habe ich denn bekommen? Hier Exploration Points. Und der Kollege hier. 67 Exploration Points. Es ist ähnlich wie von der Mechanik her wie in Star Wars The Old Republic, indem ihr halt einfach die eure Minions auf Mission schickt. Ihr bekommt dann auch eine Wahrscheinlichkeitsrechnung mitgeliefert. Und da könnt ihr dann entsprechend, je nach ihrem Grad, den sie haben,
dann auf diese Mission entweder alleine schicken oder eben bis zu 3 Mann eben aussetzen, beziehungsweise ausschicken, aussenden. Und bekommt aber auch stellenweise Materialien, manchmal auch Loot. Ist ein nettes Feature. Und auch hier sehen wir, dass die Auswahl enorm ist. Also da geht einiges. So, jetzt gehen wir mal kurz zu den Ground Mounts, die ich hier schon habe. Hier zum Beispiel diese Emerald Hornbuck ist auch ziemlich interessant, finde ich, als Mount. Ich mal die Space-Taste drücke. Das hat jeder auch so seine eigene Animation. Und das ist schon sehr schön gemacht. Gut, das Einzige ist, er hat hier keine Zügel und sie hält es in der Animation, als wären es welche. Aber das sind Spitzfindigkeiten. Mount-technisch geht hier einiges, Pet-technisch auch. Das mit den Minions ist hier für ihn nur ein kleines Gimmick. Cool wäre es natürlich, da muss man mal schauen, ob das möglich ist, wenn man diese Minions auch dann als Begleiter quasi, also Mini-Begleiter wie in Final Fantasy XIV mit dabei haben kann. Hier natürlich ein Bär darf nicht fehlen. Einen Löwen haben wir auch schon. Wunderschöner Löwe. Den gibt es auch in verschiedenen Farben und Ausführungen. Ich habe hier die klassische Variante gewählt. Der hat auch sogar schon Fähigkeiten. Wenn wir mal schauen, der ist schon Level 30. Hat hier auch entsprechend fetten Speed. Das ist halt eben auch möglich. Ne? Ihr könnt die Mounts könnt ihr hochleveln. Ne? Ich könnte zum Beispiel ein Mount, das ich hier drin habe, opfern. Und dadurch den Löwen entsprechend stärken. Und auch hier könnte man nochmal upgraden. Jetzt diverse Möglichkeiten eben. Genau, diesen Elch haben wir noch nicht. Beziehungsweise eigentlich hier so ein Rentier. Auch sehr nice. Da geht einiges. Und das Flugmodul habe ich noch gar nicht getestet. Wenn ich überhaupt schon fliegen darf. Ja, schaut euch das an, liebe Freunde. Das ist doch mal ein nettes Mount. Will haben und zwar dauerhaft. Ich fliege jetzt erstmal hoch. Das ist mein erster Flug. Sehr, sehr schön. Ah, und schaut mal hier. Also grafisch ist es trotz der leicht veralteten Engine doch recht gut. Ich bin jetzt gerade im Story-Modus in der Szenerie geflogen wohl. Ja, dann kämpfen wir doch und hoffen, dass wir es überleben. Auch die Übersetzung hier ist jetzt nicht erste Sahne. Ja, würde nicht durch die Mittelstufe durchgewunken werden im Englisch-Test, aber es ist immer noch besser, als koreanische Schriftzeichen vorgesetzt zu bekommen. Und ich bin immer dankbar dafür, dass es irgendwelche Menschen in der Community gibt, die sich die Mühe machen und das alles zu übersetzen. Okay, da wurde etwas erweckt. Der Kollege könnte auch mal ein bisschen Make-up gebrauchen. Ich steige jetzt hier erstmal ab und schaue, was hier so geht. Ich kann leicht unterfangen, ich habe die Mechanik gar nicht mehr drin. Wobei, es sollte eigentlich passen. Kann ja was, die gute Frau. Wobei es mich wundert, weil ich müsste eigentlich schon einen Sniper-Skill haben. Das check ich zuerst, weil es bestimmt noch mal eine neue Sequenz gibt. Capture, Regibo, go shooting. Nee, dann war ich mit meiner
Zweithanterin auf dem russischen Server. Ticke weiter. Schauen wir doch mal. Hier ist der Sniper-Skill. Hat sie noch nicht. Wann kriegt man ihn? Da müssen wir eigentlich demnächst bekommen. Aber das passt. Ich will jetzt mal schauen, ob es hier noch irgendwo etwas Zähmbares gibt. Werde kurz hier noch die Quest abschließen. Oh, noch einen schönen Boden bekommen, Bogen bekommen. Rüsten wir doch gleich mal aus. Doro Tom Clicker Shangong. Und der Gok Gung Hard for Beginners. Ist auch gut. Welchen habe ich denn jetzt gerade equipped? Den rechten. So, ja. Kommt auf jeden Fall besser weg. Ihr seht aber auch, man sieht keine Verbesserungsmarkierungen in irgendeiner Art und Weise, sei es Pfeile oder sonst was in der Richtung. Es ist aber halt zu wild. Aber schön ist auf jeden Fall hier schon mal, dass man im Vergleich zu auf dem russischen Server auch Performance hat. Und nicht Framedrops dann von 60 FPS auf 17 alle paar Sekunden. Wobei ich auch sagen muss, also es war anfänglich auf den koreanischen Server nicht anders. Also höchstwahrscheinlich liegt es schon eher in den Versionierungen des Spiels selbst. Ich gucke mal, ob ich den Kollegen hier zähmen kann. Ja, es geht. Ihr seht hier die Willpower, das ist die Willenskraft des Minions oder des Pets oder des Mounts, das man zähmen möchte. Und ja, der Erfolg hängt davon ab, ob ihr schneller zähmen, bändigen könnt, als die Willenskraft entsprechend widerstehen kann, dieses Wesens. Und ihr könnt eure Wahrscheinlichkeit erhöhen, indem ihr eben auch die zumindest adäquate Schriftrolle in der Stufe wählt, wie jetzt zum Beispiel meine Obedience Order. Das sind die kleinsten. Hier bis zu 10 Level. Das hier bis zu Level 20 Targets. Natürlich mit einem kleineren Stufe habt ihr natürlich eine geringere Wahrscheinlichkeit. Und ich sehe gerade, ich habe sogar Hide and Seek Bunny Kostüm bekommen. Okay. Ja. Nein. Ja, ich weiß, ihr wollt es, aber ich werde jetzt nicht nochmal hinten dran scrollen, ihr Perversen. Ich ziehe das Kostüm wieder aus. So. Ist trotzdem nett, dass es geht. Ich hätte es aber cooler gefunden, wenn ich einen kompletten Häschenkopf hätte. Aber man kann nicht alles haben. War für Ume. Ja. Und das hier war so ein kleiner Einblick mal an die Pets. Und auch in die Mounts. Vom System her, es ging es jetzt relativ schnell. Also das man hat ja gesehen, es war jetzt relativ einfach, wobei es auch wenig Glück war. Der Kollege dort ist Stufe 13 gewesen. Oder etwas in dem Bereich. Mal kurz anklicken. Ja, Stufe 11. Und das war eine meiner Obedience Order bis Stufe 10. War auch kurz einen Moment lang knapp. Dann hat er aber die Willpower dann doch die Stärke der Rolle unterschritten. Und schwupps ist er jetzt in unserem Pet-Fundus. Ich dachte, es wäre sogar ein Minion, aber er ist im Pet-Fundus. Sehr geil, dann nehme ich ihn nochmal. Schaut mal. Also das erfreut einfach mein Mount-Pet-Herz. Schaut euch mal an. Einfach mal so, ihr geht hier rum, zähmt den Gegner und habt ihn als Pet. Wie geil ist das? Ich find's sehr geil. Bis auf die Tatsache, dass man ihm in der Ego-Perspektive sein Pet nicht angucken kann, da muss man schon so hingehen. Aber mein Pet ist größer als ich. Und ja. Ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick bekommen. Ich zeig's nochmal ganz kurz. Ich scroll hier einmal nochmal runter zum Abspann. Als Abspann besser gesagt.
Also wenn ihr scharf seid auf Mounts, Pets und Konsorten, dann wäre Bless spätestens zum EU-Lease doch einen Blick wert. Ich jedenfalls werde es auf jeden Fall in Europa spielen, wenn es rauskommt. Und ja, wenn ihr noch weitere Videos zu Bless sehen wollt, vielleicht auch bestimmte Dinge, schreibt mir einfach in die Comment-Section oder über das Kontaktformular über nerduniverse.com, nerd-universe.com, oder ihr schickt mir eine E-Mail an akumariu@beatmania.de. Eins möchte ich noch hinterherwerfen. Aktuell läuft noch ein Gewinnspiel, in dem ihr bis zu 4 Steam Keys gewinnen könnt. Geht dazu einfach auf die Nerd Universe Seite. Dort werdet ihr gleich auf der Startseite auf das Gewinnspiel hingewiesen. Das Gewinnspiel geht noch bis zum 24. Februar. Und ja, versucht euer Glück. Ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal. Und bis dahin, Game on!